Moin Leute, jetzt bei Destiny 2 mit Weekly Reset und Aktivitätenübersicht hierfür. Ja, es ist früher Morgen, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, ich muss mich gleich zum Burg hin. Aber da gestern der Patch ja sozusagen alles zerstört hat bei Destiny 2, blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als es auch heute Morgen aufzunehmen. Zudem, der Patch hat verursacht, dass dann zum Beispiel legendäre Bruchstücke gelöscht werden, etc. Die Server wurden wieder so zurückgesetzt auf 17.30 Uhr, deswegen heißt es wohl, es geht jetzt wieder normal weiter. Wie man sieht hier, einige sind schon wieder unterwegs. Ja, und Bungie kann man jetzt nicht wirklich loben, was das angeht. Ja, die haben auf jeden Fall ganz schön Verpo gebracht hier und den Patch mal richtig gut getestet vorher, würde ich sagen. Nämlich gar nicht. Ja, wo das hinführt, was Bungie gerade macht oder ob Bungie kurz vorm Bankrott ist, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es alles ein bisschen komisch. So, wir fangen jetzt erstmal mit der Aktivität hin an. Ja, und schauen erstmal nach, was denn so neu ist. Also fangen wir erstmal hier an. So, natürlich überall noch mächtige Ausrüstung zu holen, natürlich machen, nicht vergessen, wichtig. So, Focus Strikes natürlich hier auch wieder dreimal laufen, mit dem Fokus, der aktiv ist. Und zwar Arcus Versenger ist aktiv die ganze Woche, damit dann rein. Hier einmal Blackout noch aktiv und Grenadier, die beiden Modifiers ändern sich immer um 18 Uhr nächsten Tages. Das ist die ganze Woche aktiv, wie gesagt, das sieht glaube ich neu aus hier. Patch. Und ja, auf jeden Fall gibt es nämlich die Ausrüstung Stufe 1. Da haben wir die Feuerprobe, die eigentlich am wichtigsten ist, zumindest für mich. 100.000 K laufen, ja, da bekommt ihr dann halt Spitzenausrüstung, das ist für mich wichtig, sonst halt 5 Punkte erreichen, da bekommt ihr so mächtige Ausrüstung. Wenn ihr auf 980 rennt oder lauft, bekommt ihr beides auf einmal. Das ist schon ganz gut. Ach, ihr müsst nur 3 Punkte noch sammeln. Okay, das haben sie anscheinend auch gepatcht, sonst waren es mal 5 Punkte, jetzt stehen ja 3 Punkte. Ich glaube, das ist neu, bin jetzt noch nicht ganz sicher. So, diese Woche ist aktiv einmal die Scharlachfestung, ist schon mal nervig, weil die geht zu lange, aber nichtdestotrotz muss man die spielen. Ich mache jetzt mal auf 980 Großmeister. Pass hier einmal aktiviert verbessertes Radar, man nimmt höheren Nahkampfschaden, hier einmal Champions unaufhaltsam, dann haben wir Champions Barriere, die beiden Modifiers kriegt ihr ja für die Waffen halt aus dem Artefakt, ja, steht ja alles beschrieben, welche Waffen ihr dann nehmen könnt, wo ihr die Mods einsetzen könnt, dann hier einmal Ausrüstung ist gesperrt, dann einmal Pass genau, dann einmal Zusammengehörigkeit, ja, ihr müsst zusammenstehen, dann kriegt ihr halt das, was da steht. Dann haben wir Champions Mob und hier zum Schluss hier Hasladuns Serenade. Erhöhter Akkuschaden, erhöhter Rückschlagschaden und Distanz. So, da haben wir noch die normalen Dämmerungen hier einmal zum Laufen für expliziten Loot. Fremdes Terrain, Wilde der Tausenden und Brutfeste. Wie gesagt, da gibt es dann halt expliziten Loot, den dann mit 5 der Schwerter einstellt. Dann geht ihr da rein und spielt es. Ja, habt ihr auch ein bisschen Spaß und Loot. Dann haben wir hier einmal natürlich Gambit Normal, dreimal laufen oder Gambit Prime, dreimal laufen, ist egal, könnt ihr kombinieren. Da bekommt ihr dann halt schöne mächtige Ausrüstung, sonst die Abrechnung ist natürlich auch noch zu spielen. Aktiv ist Argus Versenger auch hier. Prügler aktiv bis 18 Uhr, dann ändern sich es wieder. Stufe 1 bis 3 gibt es hier natürlich einmal. Die Stufen könnt ihr upgraden beim Vagabunden mit den Synthesizer. Beutezügen, das haben wir hier auch einmal. Dann haben wir natürlich noch schmelzige Eisenbahner, ist leider vorbei. War natürlich ein anständiger Akt da, die Spitzenrüstung zu looten. Aber beim Jäger zum Beispiel habe ich noch geschafft, 3 Beutezüge fähig zu kriegen. Ja, war eigentlich ganz gut. So, Privatmatcher hier einmal. Dann Kontrolle, dann haben wir hier einmal Rumble, dann hier einmal Hexenkessel. Ah, Hexenkessel ist wieder da. Sehr schön, da könnt ihr wieder ein bisschen Spaß haben. Schnellstmöglich dann da natürlich auch eure Beutezüge erledigen. Also definitiv reingehen. Macht, finde ich, auch ganz gut Bock. So, Countdown hier einmal, dann haben wir hier einmal Eliminierung und dann hier einmal Überleben, dann einmal Überleben Freelance und zum Ende hier klassische Mischung. Hier gibt es einmal Can-Matches, hier einmal 4 Stück abschließen oder Rotationsmatches abschließen, 4 Stück, gibt es mächtige Ausrüstung. Da müsst ihr einfach rein, das schmerzige Spielen und dann läuft das auch. Träumestadt natürlich hier auch wieder, es befindet sich in Woche 1, Petra steht hier hinten, dann Blinder Quell zu spielen, Assistent Herausforderung ist Nummer 2, da habt ihr auch noch ein bisschen Loot zu holen, aber ist glaube ich alles nicht High Level, sondern Low Level, soviel ich weiß. Auf dem Mond haben wir hier natürlich auch noch Aktivitäten. Hier einmal Lunas Ruf hier, Quest Erinnerung abschließen. Dann Albtraum Schlechter hier, wöchentlich besiegelt Albtraum im Hafen der Sorgen, 30 Stück. Dann haben wir natürlich die Albtraumjagd, denn hier einmal Albtraumjagd Isolation, Albtraumjagd Zorn und einmal Albtraumjagd Furcht. Ich würde empfehlen, kurz mal gucken, Pogos zu spielen, weil da gibt es oben den Balkon als Safe, ja, könnt ihr einfach googeln, habe ich auch irgendwo mir auf der Seite, da, das auf jeden Fall ist meine Empfehlung, da könnt ihr oben euch Safe hinstellen, natürlich dann Verbund der Waffen, ne, Solar, Arcus und dann natürlich andere Sachen, es geht hier erstmal nur um die Spitzenausrüstung, so ein Pass ist hier aktiviert, dann einmal Champions unaufhaltsam, Champions Barriere, Zusammengehörigkeit auch hier, dann Champions Mob, dann einmal Ausrüstung gesperrt, dann einmal Pass genau und hier einmal Qual von Pogos, leere Schaden erhöht, Rückschlagschaden und Distanz erhöht. Auf jeden Fall ist das meine Empfehlung, den zu spielen wegen dem Safe Point da oben, also Safe Point relativ. Kommt zu den Gegnern mal hochgesprungen, aber Pogos kann auch da nicht erreichen. Auf jeden Fall das Spielen, meine Empfehlung auf 980 für Spitzenloot. Dann auf Nessus natürlich die Menagerie hier einmal.
nicht vergessen. Ja, da gibt es auch, kann man sich wirklich guten Loot rausholen, kann ich immer wieder empfehlen. Argus ist jetzt hier aktiv, dann einmal Backout und hier Grenadier, die beiden ändern sich wieder um 18 Uhr. Und dann haben wir natürlich noch die Menagerie auf Heroisch, nicht vergessen. Dann erloschen hier einmal, dann Grenadier, Knappheit und einmal Solarversenk aktiv. So sieht es nämlich aus. Dann, also mal kurz was gucken. Genau, Merkur ist ein Flashpoint diese Woche. Wie es aussieht, nee, doch nicht. Das ist ein Flashpoint. Gucken wir uns gleich nochmal gucken. Naja, die Sonnenuhr gibt es hier auch natürlich, ne? Einmal als normal. Und Legende. Legende gibt Spitzenloot. Da ist Folgendes aktiv. Versenkte Erde hier einmal. Ausrüstung gesperrt. Passt genau. Dann einmal Schermins unaufhaltsam. Schermins Barriere. Dann einmal Oslex Wasseruhr. Der ist wieder da. Akkuschaden erhöht, Rückschlagschaden und Distanz erhöht. Und zum Schluss hier erloschen. Geht mit einem guten Fireteam rein. Gibt es auch zum Ende einen Spitzenloot. Und zwar eine Waffe. Das lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Dauert ein bisschen länger, aber es lohnt sich. So, Flashpoint. Seht ihr irgendwo Flashpoint? Ist das der Mond Flashpoint? Bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall sehe ich es gerade nicht, um ehrlich zu sein. Naja, da müsst ihr in die Beschreibung gucken. Wie gesagt, Infos kommen alle von meinem Oder, weil ich was reinposten. Und jetzt gucken wir uns meinen Test an. Da habe ich auch irgendwas vergessen. Wie gesagt, immer in die Beschreibung gucken. Da steht dann mehr. Das ist auch sehr wichtig bei mir. Immer in die Beschreibung gucken. So, da haben wir hier einmal nach dem Eisenbanner hier einmal jetzt den Schopf. Da haben wir hier einmal byzantinischer Lotus hier. Shader, wenn ihr den komplett habt. Oh, sieht halt so aus. Eher was für Ladies. Dann haben wir hier einmal Vextor Ankunft, hier 450 Glanzstaub, hier einmal Teleporteffekt. Dann haben wir hier einmal Anrufung des Heiligen, 2000 Glanzstaub hier für das Schiff. Nicht interessant, möglich. Ich glaube, das hole ich mir. Ja, das nicht sieht interessant aus, kostet nur 2000 Glanzstaub. Dann haben wir hier einmal Face Palm, hier 400 Glanzstaub. Einmal Geste. Genau, das brauchen wir auch vielleicht. Dann natürlich so den Shop noch durchforsten, was es gerade gibt. Ja, wie gesagt, Phalanxhülle hier etc. Da könnt ihr natürlich auch nochmal eben gucken. Das ist aber alles für Silber. Das lese ich jetzt nicht vor. Und dann haben wir hier natürlich noch den eigentlichen Shop. So, dann haben wir hier einmal galoppierender Ritter für 4250 Glanzstaub. Naja, ganz schön teuer. Dann haben wir nochmal das Schiff. Dann haben wir hier Feistulle, hier einmal führendes Licht und Omnitelemetrie. Das ist natürlich interessant und kostet 2850 Glanzstaub. Aber führendes Licht ist wichtig. Der Geist geht sogar einigermaßen. Aber wie gesagt, das ist hier wichtig. Hier führendes Licht und dann um die Telemetrie und dann willkürliche Mord. Also da kann schon was Gutes bei rauskommen. Dann haben wir Weißagent. Parlament für schlechtes Omen. Die Raketenwerfer aus dem Gambit. Für Simon Glanzstaub. Dann haben wir hier einmal alte Hase hier für Chaperon. Einmal hier Waffenornament für 1250 Glanzstaub. Schön aus Holz. Dann haben wir hier einmal Zukunftsblick Panzer für 1200 Glanzstaub. Hier einmal. Ja, als Ornament. Dann haben wir hier einmal noch Verstandübernahme. Projektion, 1500 Glanzstaub. Sieht einmal so aus. Und dann haben wir hier einmal noch zirkadiane Kälte. Shader, 40 Glanzstaub pro Shader. Sieht einmal so aus. Dann haben wir hier einmal royales Willkommen. Pro Shader, 40 Glanzstaub. Ich sehe nach, ob so es aus. Dann haben wir hier einmal in Rauch gehüllt. Teleporteffekt für 450 Glanzstaub, auch ganz nett eigentlich, sieht ganz gut aus, interessant. Und hier haben wir Sonnenbrillenprojektion für 500 Glanzstaub. Wir haben die Rotlegion auch vertrieben. Okay. Ja, das gleiche also Glanzstaub-Shop, da hat schon einiges dabei. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall das Schiff, der Geist. Ja gut, das muss man halt wissen, ob man es haben möchte oder nicht. Und die drei Sachen sind auf jeden Fall drin. Und Teleporteffekt vielleicht auch. Also vier Sachen, das, also die, also Teleporteffekt, alter Hase, Hülle und das Schiff. Ja, die Geste finde ich zwar auch okay, aber ist mega teuer, deswegen. Weiß nicht, ich glaube, da wollen sie euch einfach nur den Glanzstaub aufs Konto ziehen. Mehr oder weniger. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Immer schon die Beutezüge mitnehmen, immer schon spielen. Wie gesagt, mein Char ist im Moment bei 988, also 968 Power Level bei den Rüstungen plus die 20 Bonus. Also geht voran. Und wie gesagt, ist er aktiv hier noch gut ausgeruht. Ja, die ersten 5 Season-Ränge um den Faktor 2 erhöht. Das geht ein bisschen schneller. Spielt überall und spielt auf jeden Fall die Grube. Definitiv. Ach, Grube habe ich vergessen. Ja, Grube spielen geht es auch Spitzenausrüstung und zwar Meisterwerk. Definitiv spielen. Und das kommt bitte in die Beschreibung. Ich muss nämlich jetzt los. Danke, euch schöne Woche. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.